sind zwei jetzt erstmal. Dann nochmal recht herzlich willkommen zum heutigen Stream. Ich hoffe, dass ihr mich jetzt alle hören könnt. Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt. So kurz vor Weihnachten nochmal, um uns alle nochmal zu sehen. Ja, der Grund dafür, ja, wir wollen einfach das Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen. Was ist eigentlich passiert bei der Wurzel? Was haben wir dieses Jahr gemacht? Was haben wir gemeinsam erreicht? Wer ist neu ins Team dazugekommen? Wen kennt ihr vielleicht? Wen kennt ihr noch gar nicht? Sind bestimmt ein paar unbekannte Gesichter für euch jetzt schon zu sehen hier. Und ja, wir wollen natürlich auch nach vorne blicken gemeinsam und schauen, was uns nächstes Jahr auf jeden Fall erwartet und wie wir veranstalten wollen, was wir können. Und auch wir haben natürlich nicht die Glaskugel, das können wir euch von vornherein natürlich schon sagen. Aber wir wollen trotzdem irgendwie gemeinsam ein bisschen Hoffnung fassen und ein bisschen darüber berichten, was der aktuelle Stand ist und ja, euch einfach ein bisschen bei unserer Planung mitnehmen. Genau, ja, und dazu ist natürlich ganz wichtig, dass wir eure Fragen brauchen auf jeden Fall. Also, ihr habt auf jeden Fall bei Facebook und bei YouTube die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder auch, wenn ihr einfach anklicken. Und da könnt ihr völlig anonym eure Frage stellen und wir blenden die dann quasi im Stream ein und beantworten die anschließend dann, sodass ja, alle ein bisschen schlauer sind. Ja, und darauf würde ich sagen, an meine lieben Kollegen, die alle versteckt hinter ihren Bildschirmen zu Hause sitzen, würde ich erstmal sagen, hoch die Tassen, bevor wir uns jetzt alle vorstellen und erstmal sagen, so, genau, ihr fragt euch bestimmt, ich habe meinen Namen noch gar nicht verraten. Ja, wir wollen uns jetzt alle mal eine Runde lang vorstellen. Ganz kurz, bevor wir heilen. Okay, ich weiß nicht, ob ihr mich hört. Wir probieren das einfach nochmal. Auch wir sind etwas aus der Übung natürlich. Kann ich natürlich jetzt nicht nochmal so aufsagen. Auf jeden Fall brauchen wir anscheinend eine bessere Internetleitung. Wir sollten mal hier. What they know is Christmas time, what they know is Christmas time. Macht Spaß, live im Spiel rumzufummeln. Falls ihr uns hören könnt oder sehen, wir wissen es gerade nicht. Können Sie uns denn jetzt hören oder auch sehen oder ist alles weg? Also eher war das Bild weg. Ich glaube, der Ton. Der Ton ist noch da. Vielleicht könnt ihr mal in den Kommentaren einfach schreiben, ob ihr uns hört oder ob ihr mich auch gerade singen gehört habt, weil das wäre mir vielleicht etwas unangenehm. Aber nun gut, vielleicht wollten mich meine Kollegen hier auch etwas reinlegen, indem sie gesagt haben, so, jo, jetzt kommen noch Lichteffekte dazu. Strobo! Okay, also jetzt hat sich das Video wieder erholt. Okay. Gut. Gut. Ihr Lieben, wir machen das einfach jetzt kurz. Hallo, herzlich willkommen. Ihr habt den Anfang vielleicht hoffentlich mitbekommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Wir wollen heute einfach mal ein bisschen zusammen das Jahr Revue passieren lassen. Was ist passiert? Was haben wir als Wurzel alles gemeinsam gestemmt? Dank eurer Hilfe auch, dank den Gästen, den Wurzelkindern, die uns unglaublich am Herz liegen. Und ja, wollen natürlich auch voller Tatendrang in die Zukunft schauen. Was passiert 2022? Was können wir da gemeinsam erreichen? Und was haben wir überhaupt geplant? Ja, deswegen ist es für uns super wichtig, wenn ihr uns eure Fragen einfach schreibt, entweder auf Facebook oder auf YouTube oder auch in unserem Pad. Das ist dieser Link, den ihr bei YouTube in der Beschreibung findet. Da könnt ihr quasi ganz ohne Anmeldekonto, könnt ihr dort Fragen stellen, total anonym. Wir sehen nicht, wo das herkommt und dann beantworten wir die im Laufe des Streams dann. Genau, und damit ihr überhaupt erstmal wisst, wen ihr hier vor euch habt,
stellen wir uns einfach mal ganz kurz vor, bevor es dann so ein bisschen in den Teil geht, wo wir... Hallo nochmal. Ja, ihr seht, Kat, sie hat was anderes an, ist ein anderer Hintergrund. Ja, wir mussten leider einen kleinen Cut machen an dieser Stelle, da wir ein paar technische Probleme am Anfang hatten mit dem Stream. Manche von euch werden sagen, hey, typisch Wurzel, überhaupt nicht schlimm, aber auch wir wollen natürlich ein bisschen professioneller werden und eine super Sache am Ende abliefern. Und deswegen, ja, dicke Sorry von uns, aber damit ihr eine runde Sache am Ende habt, ja, stelle ich mich einfach nochmal kurz bei euch vor, damit ihr wisst, wer euch heute so ein bisschen durch den Stream führt. Ja, ich bin Joanna, ich bin jetzt seit 2 Monaten fest bei der Wurzel angestellt und ja, kenne die Jungs aber schon seit den letzten 2 Jahren und habe da immer dafür gesorgt, dass ihr an den Bars nicht auf dem Trockenen sitzen müsst und ja, werde das natürlich auch weiterhin tun und noch ein paar neue Aufgaben dazu annehmen. Ja, dann wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß und gebe zurück ins Büro zu Chris. Planung der Infrastruktur tätig für das Festival und natürlich für diverse andere Abläufe im Background. Und um das jetzt alles aufzuzählen, das dauert vielleicht zu lange, aber ja, dann mal dann ab zu den nächsten. Inga, stell du dich vor. Hi, ich bin Inga. Ich bin jetzt seit 2 Jahren fest bei der Wurzel. Angefangen habe ich 2014. Und ich bin verantwortlich für Umweltfragen, Nachhaltigkeitsfragen, so Orga, so ein bisschen im Hintergrund, dass das Ganze im Office das Ganze überläuft. Genau, das ist mein Bereich und da würde ich jetzt direkt weitergeben an Dragan. Ja, moin, Björn oder Dragan, viele kennen mich unter Dragan. Bin mit Chris zusammen Gründer der Wurzel, haben wir damals gemeinsam gegründet. Ja, und ich bin bei der Wurzel so der Meckerkopf und vor allem der Geizknochen, der auf dem Geld sitzt. Ne? So, also... Das ist so mein Hauptjob. Nee, ansonsten halt, ja, ich versuche viele Menschen miteinander zu vernetzen und ich bin inzwischen auch der nach außen hin unsere Botschaft in die Welt trägt, ne, und sich mit allen möglichen Menschen außerhalb der Wurzel anlegt. So, das war ganz kurz und ich gebe weiter an Caro. Hallo, ich bin die Caro, bin eine der Neuesten im Team. Ich kümmere mich so ein bisschen im Hintergrund um die Helferorganisation, um Social Media und Marketing und auch die Website. Und Danny, was machst du eigentlich so? Hi, ich bin Danny. Ich kümmere mich um das Booking bei der Wurzel, um organisatorische Sachen, Ticketing und so weiter. Ich würde dann mal weitergeben an Frank. Ja, ich bin der Frank. Ja, ich bin seit kurzem auch bei der Wurzel fest angestellt. Viele kennen mich noch die Jahre zuvor aus dem Sanitätsdienst. Ja, meine Aufgabe ist die Inklusion und Inklusion muss laut sein, also schreie ich auch mal hier rein: Inklusion. Danke, dann haben wir noch ein Gesicht. Genau, ja, Jens. Dann gebe ich ab zu Jens. Jetzt bin ich dran. Ja. Ich bin der Jens. Das erste Mal Wurzel war 2019, Verkehrskonzeption. Und vor allem in diesem Jahr habe ich mich um das Thema des Hygienekonzeptes gekümmert. Mit allem, was da dran hängt, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, dass das nicht so wenig war. Und irgendwelche Kommunikation auch mit den Gesundheitsämtern ja, abzustimmen und zu gucken, dass das dann auch alles läuft und passt und vor allem, dass es nachher auch sicher irgendwie abgeht. Und das wird auch wieder die Aufgabe für die Zukunft sein, das Thema Sicherheit mit Hygiene gut zu verknüpfen. Und dann schieße ich doch mal meine Vorstellung zu Joanna zurück. Ja, vielen Dank für die schöne Runde. Und die kurzen Vorstellungen von euch allen. Das ist auf jeden Fall super interessant und ich finde auch echt wichtig, auch für unsere Gäste, dass sie einfach wissen, wer dahinter steckt und wer das Ganze halt organisiert. Ne? Dass man irgendwie auch mal ein Bild dazu hat, wer vielleicht da irgendwie die Social-Media-Texte im Hintergrund schreibt oder wer irgendwie einfach für ne, sich um das Inklusionscamp kümmert und. Das ist ja super breit gefächert, was wir da jedes Jahr auf die Beine stellen. Genau, deswegen danke erstmal an alle lieben Kollegen aus dem Homeoffice. Ja,
dass ihr euch die Zeit genommen habt jetzt erstmal dafür. Ja, Chris, wir sind die einzigen beiden, die irgendwie heute hier im Büro die Fahnenstange hochhalten sozusagen. Wie immer, ne? Eigentlich immer. Und weißt du was? Deswegen habe ich dir was mitgebracht. Ja? Ich habe dir was mitgebracht, schau mal. Ein Geschenk. Mm. Pack's mal aus. Guck mal, was da drin ist. Es fehlt noch so dieser Trommelwirbel eigentlich. Der Soundeffekt, den wir einspielen müssen. No. Meine Güte. Es ist Papier, das verrate ich dir mal. Es ist ganz viel Papier. Aber du kannst ja schon mal auspacken, ich habe dir auch mitgebracht. Ne. Ja. Na, du bist aber aufmerksam. Ja. Sieht fast genauso aus wie das, was. Oh, der Forschungsbericht. Die Türen im Freien, Studie zur Sicherheit und Akzeptanz. Open-Air-Veranstaltung unter normalen Bedingungen, gefördert vom Ministerium für die Wirtschaft, Arbeit und Energie Brandenburg. Sind da etwa die Ergebnisse drin unserem Modellprojekt, was wir dieses Jahr realisiert haben? Oh ja. Ja. Der einzige Grund, weswegen wir in diesem Jahr so feiern durften mit euch, war, dass wir Modellprojekt beim Land Brandenburg waren und quasi Testkonzepte erprobt haben, wie man unter Pandemiebedingungen sicher feiern kann. Und was steht da drin? Was ist eigentlich der Trugschluss da draus? Dass wir im nächsten Jahr feiern könnten. Ich sage mal so, es ist eigentlich der Grundstein für die Kultur für 2022, den wir gelegt haben, mit den Gästen zusammen natürlich, mit unseren Supportern, mit unseren ganzen Bauteams und Helfern, Helferinnen, die uns im Background unterstützt haben. Hier steckt eine Menge Arbeit drin, viel im Vorfeld, wo Dragan viel mit den Ministerien schon gearbeitet hat. Ja. Und das war ja bloß eine Berg- und Talfahrt, die wir ja hatten. Sind wir jetzt Modellprojekt? Sind wir keins? Sind wir denn überhaupt in den Lostopf drin, in dem Modellprojekt? Darum musste man sich ja dann auch bewerben. Dann haben wir diese Bewerbung überstanden, waren ein Modellprojekt. Dann wären ja noch weitere Instanzen, die wir dann erstmal begehen mussten und die Treppen hochsteigen mussten. Ich glaube, Dragan hat da über fast, keine Ahnung, über ein halbes Jahr dran gehangen. Dass es dann überhaupt dazu gekommen ist, dass wir ein Modellprojekt sind. So. Und wann ist es dann mal interessant geworden, wo er dann gesagt hat, sieht ganz gut aus, dann habe ich dann mal so langsam dann mal unsere Helfer und Helferinnen irgendwo mal aktiviert, habe gesagt, es könnte bald vielleicht losgehen. Habe so langsam alles so die Infrastruktur in Lauerhaltung gebracht, aber wir wussten ja immer noch nicht, was daraus überhaupt wird und ob es denn überhaupt vorwärts geht. Ne? Also haben wir dann bloß auf diesen Startschuss gewartet und es war enorm schwierig überhaupt, dann da auf den Knopf zu drücken und sagen, es geht jetzt los, ne? Weil nicht jeder sitzt auf einer gepackten Tasche, jeder hat seinen normalen Job noch irgendwo oder sein Unternehmen und sagt, okay, ich muss jetzt zur Wurzel, dieses Modellprojekt geworden, wir müssen jetzt aufbauen. Ne? Also, wir dürfen jetzt endlich. Wir dürfen jetzt endlich alleine. Das Problem, alleine Baumaterialien und zu safen oder auf Standby zu halten, alleine in dieser Pandemie war schon enorm schwierig. Es war eine Riesenhürde, alleine nicht nur im Vorfeld dieses Modellprojekt zu werden, sondern danach dann auch und diese ganzen Intervalle und die ganzen Abläufe überhaupt in Bewegung zu setzen. Genau, also quasi ein Riesenakt von Mehrarbeit, ne? Im Gegensatz zum normalen Festival, was eigentlich da steht. Und ne, was wir auch noch irgendwie ja erwähnen müssen, was ihr ja bestimmt wisst, wir haben ja vier Veranstaltungen dieses Jahr gemacht und nicht eine große, wie ihr es halt gewöhnt seid mit dieser Dekoschlacht und allem drum und dran und dem riesigen Workshop-Konzept drumherum, sondern wir mussten das aufgrund des Modellprojekts ja halt ein bisschen splitten und da quasi mehrere kleine draus machen, verschiedene Editionen. Wir wollten natürlich allen Wurzelkindern die Chance geben, mit uns zu feiern, auch in 2021 unter diesen widrigen Bedingungen. Und was ist eigentlich als Ergebnis von dieser Studie bei rausgekommen? Dass es halt enorm positiv halt ausgegangen ist. Alleine die Gäste haben es ja selber gemerkt. Also die Abläufe haben funktioniert. Wir haben vier Veranstaltungen gehabt. Klar, die erste war natürlich der Testballon überhaupt, wo wir dann uns erstmal rantasten mussten. Alleine das Testzentrum vorne, da gab es dann einige Probleme, wie bestimmt manche Gäste erfahren haben. Dafür wollen wir uns auch nochmal von der ganzen Crew nochmal jetzt entschuldigen dafür. Sorry. Aber es ist halt, wie gesagt, ein Modellprojekt. Man kann sowas nicht irgendwo testen.
und im Vorfeld die Abläufe testen, das kriegt man nicht hin. Also wir haben, ihr wart leider die Ersten und habt leider 5 Stunden warten müssen, vielleicht auch länger. Auf anderen Festivals hat man den ganzen Tag vielleicht gewartet, haben wir mal gehört irgendwo. Aber bei uns waren es 5, 6 Stunden und sorry dafür. Die anderen Abläufe, die anderen 3, die waren dann wunderbar. Also man hat dann überhaupt keine 5 Stunden mehr gehabt, sondern vielleicht höchste der Gefühle, vielleicht eine Stunde oder so. Aber das war halt leider so. Das kann man halt nicht abschalten, diese Probleme. Das ist halt ein Testballon. Ne? Und das ist halt, so geht's halt. Ne? Also das auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, ne, wir haben ja direkt an den Stellschrauben gedreht, die wir da rausgefunden haben. Und bei den nächsten lief es halt deutlich runder. Und deswegen danke nochmal für euer Vertrauen auf jeden Fall, dass ihr gekommen seid, dass ihr an uns und an das Konzept geglaubt habt, was wir euch da präsentiert haben. Das war ja natürlich mit viel mehr Einschränkungen am Anfang verbunden, als man es sonst gewöhnt ist. Normalerweise reist man an, man ist auf dem Gelände und es ist alles gut. Und jetzt muss man erstmal durch so ein Testzentrum durch. Aber dadurch können wir halt mit dieser Studie, was es auch nochmal belegt hat, sagen, Feiern in 2021 war sicher mit uns. Ja, bei uns hat sich niemand auf dem Festival angesteckt. Wir hatten eine komplette Corona-freie Zone auf dem Festivalgelände. Ihr musstet keine Masken mehr tragen und. Und deswegen, ja Chris, ich habe schon reingespielt in mein Geschenk, was du mir mitgebracht hast. Wie passend das doch dann ist. Was ist denn da drin? Naja, wir wollen ja nicht auf dem Trockenen sitzen, weil du ja sagtest schon. Die letzte Flasche Wurzelsekko, die wir noch safen konnten. Dann würde ich sagen, stoßen wir einfach mal kurz auf dieses krasse Jahr an. Und auch auf dieses schöne Ergebnis, was wir halt am Ende da jetzt rausgeholt haben. Den Baustein für 2022 für die Kultur. Ne? Genau, das auf jeden Fall. Also an Sektgläsern. Wir waren auch nicht das einzige Modellprojekt. Wir waren auch noch weitere Modellprojekte neben uns. Ne? Also genau, also beispielsweise kann man ja ruhig sagen, das gleiche Konzept oder ähnliches Konzept hat die Nation of Gondwana gefahren. Ja. Ne? Wo, glaube ich, der Jens auch in der Planung mit beschäftigt war und so weiter. Und genau, deswegen... Ja, das ist eine schöne Festivalgemeinschaft, die da dadurch auch noch mal mehr zusammenwächst. Dann Dankeschön. Ja. Also war auch eine enorme Arbeit. Also noch mal irgendwie, das Team ist zusammengewachsen dadurch, klar. Aber wir, ich glaube, das will man und möchte man nicht noch mal machen. Also das ist eine enorme Arbeit, das ist Belastung hoch 10. Und aber es war auf jeden Fall, wir haben es durchgezogen für das Modellprojekt, wir haben es durchgezogen für die Kultur, dass wir im nächsten Jahr vielleicht lockerer feiern können. Ne? Naja, wir müssen einfach sagen, wir müssen ja irgendwie lernen, mit der Situation zu leben und damit umzugehen und nicht einfach nur alles abzusagen, sondern andere Wege zu finden, wie wir trotzdem gemeinsam sicher feiern können. Und das haben wir uns halt auch ein Stück weit zur Aufgabe gemacht in diesem Jahr. Und würde ich sagen, einen enormen Beitrag dazu geleistet und sehr dazu beigetragen, dass wir da Konzepte präsentieren können mittlerweile, die Feiern sicher machen. Ja, und deswegen würde ich vielleicht an der Stelle direkt mal an Dragan abgeben wollen, der so ein bisschen einen kleinen Ausblick zum Jahr 2022 für uns hat. Ja, vielen Dank. Also die wichtigste Message in diesem 39 Seiten dicken Pamphlet, was ich mir vorhin ausgedruckt habe, ja, ist eigentlich die, da steht wortwörtlich drin, Achtung, Achtung, Trommelwirbel, Wurzelfestival konnte nicht als Pandemietreiber identifiziert werden. Das heißt, so wie wir feiern, ist es sicher, unabhängig von der Inzidenz. Ja. Natürlich ist es sehr anstrengend, da hat der Christian erwähnt, dass es mega Aufwand war, keine Frage, ja. Aber trotzdem haben wir jetzt, da wir ja auch jetzt so wissenschaftlich begleitet waren bei dem Projekt und da den Auftrag gegeben war von dem Ministerium des Landes Brandenburg, haben wir ein offizielles Ergebnis, wo wir auf jeden Fall drauf pochen können, im nächsten Jahr zu feiern. Also wir können euch mit dem Wurzelfestival definitiv die Angst nehmen, dass es stattfindet oder nicht. Wir gehen sehr, sehr stark davon aus, dass es stattfindet. Aber, und jetzt kommt das berühmte Aber, das Wurzelfestival wird sich verändern. Ja, also wir haben die Zeit der Pandemie jetzt auch mal genutzt, um in uns zu gehen. Ja, und wir wollen, haben uns, konnten uns erden. Das ist ganz wichtig. Ja, und wir werden das Wurzelfestival wieder dahin zurückbringen, wo es gestartet ist. Ja, nämlich weg von irgendwelchen höher, weiter, schneller Geschichten, sondern dahingehend, Freunde treffen sich oder Leute treffen sich, werden zu Freunden und verbringen gemeinsam eine schöne Zeit. Ja, und wir werden die Schwerpunkte anders legen. Also wir werden jetzt nicht mehr so
Es ist immer schwer zu sagen, kommerzialisieren oder nicht Kommerz oder doch Kommerz. Das will ich damit gar nicht ausdrücken. Ne? Aber Schwerpunkt muss zum Beispiel sein, dass man sich mit seinem Nachbarn, dass man mal wieder sein Sozialverhalten überdenkt. Ne? Dass man mal weggeht von dieser Leistungsgesellschaft, von dieser Ellenbogengesellschaft, mit der wir jeden Tag zu tun haben. Dass man mal vier Tage im Jahr in eine Welt eintaucht, wo die Welt noch rein und in Ordnung ist. Das wird auf jeden Fall anders werden bei uns. So. Ja, ich sag mal ein Beispiel. Auf der ersten Wurzel haben wir eine Mail gekriegt vom Gast, ne, weiblichen Gast, die hat geschrieben, habt ihr Toiletten oder soll ich einen Spaten mitbringen? So hat die Wurzel immer angefangen. Ja. Die Wurzel war immer ein Festival, wo die Gäste mitbestimmt haben. Die Wurzel war immer ein Festival, wo die Gäste mitgemacht haben, sich eingebracht haben und wir gemeinsam haben quasi dieses Wochenende gestaltet. Dann haben wir jetzt in den letzten Jahren haben wir jetzt ein bisschen schleifen lassen und sind so auf den Trend der Zeit gestiegen, war Zug der Zeit gestiegen. Ja, wir haben versucht, mit dicken Line-up zu fahren, weil alle anderen machen das ja auch. Wir haben mehr den Luxus etabliert auf dem Festival, ja, warme Duschen und so weiter. Alle anderen machen es ja auch. Und dann kommen natürlich Fragen, wie habt ihr Strom für mein Glätteisen? Sorry, es ist Festival und da muss man nicht unbedingt ein Glätteisen haben. Ne? Also es ist so meine Meinung. Also ich bin mit Techno groß geworden. Ich bin jetzt auch ein alter Mann, ein bisschen älter als Chris, aber der hat die Zeit auch erlebt. Und früher waren halt andere Schwerpunkte. Da war wirklich ein Schwerpunkt, dass Leute aus allen gesellschaftlichen Schichten, aus allen Nationalitäten, egal welcher sexuelle Orientierung, völlig alles egal, gemeinsam gefeiert haben und gemeinsam eine schöne Zeit verbracht haben. Und da war auch egal, wie der Typ heißt, der da Musik macht. Wenn der schöne Musik gemacht hat, war die Party gut. So, dieses Nebendropping war früher nicht so. Ne? Und diese ganze Ausgrenzungsgedöns, der inzwischen so ist hier mit Selektion und so weiter, ja, nee, wir wollen da nicht mehr. Also, lange Rede, kurzer Sinn, die Wurzel wird sich verändern, wir rudern zurück, wir erden uns wieder und wir hoffen, ihr unterstützt uns dabei. So, das war erstmal grob. Ja, wow. Vielen Dank. Ja, ich muss was sagen, du sprichst uns, ja, ich würde sagen, bevor wir sprechen, prosten wir nochmal. Alle trinken gerade, wir sind nämlich auch alle wieder zu sehen jetzt, nämlich stoßen wir nochmal gemeinsam an, offiziell auf, ja. 2022? 2022, also das. Auf 21 auch noch, das ist. Das Jahr ist fast vorbei, ja, genau. Unser Stein für die 22 gelegt. Ein Meilenstein ist ja gelegt, genau. Ja. Ja, Dragan, vielen Dank für die schönen Worte tatsächlich. Ich glaube, du sprichst vielen Leuten auch damit irgendwie aus dem Herzen, die das vielleicht auch nicht so schön in Worte fassen konnten, wie du das gerade gemacht hast. Genau. Deswegen, ich habe es am Anfang durch unsere kleinen technischen Problemchen völlig vergessen zu erwähnen. Wir haben ja auch noch ein paar Gewinnspiele für euch vorbereitet heute. Es ist ja, wir sind ja kurz vor Weihnachten und wir sind mega happy, was wir dieses Jahr gerockt haben und wollen deshalb so ein kleines bisschen wenigstens an euch zurückgeben, was wir an dieser Stelle halt einfach können. Und genau, wir haben drei Wurzelpakete für euch vorbereitet, die unter anderem, vielleicht kann Chris das einfach mal hier zeigen, ein T-Shirt, ein Wurzelfestival-T-Shirt beinhalten und zudem ganz viele Bändchen, man kann das wahrscheinlich gar nicht so schön in der Kamera gerade sehen, aus den vorherigen Jahren mit den heißgeliebten Bäumchen-Anhängern, ja. Und da kann ich schon mal eine Frage vorwegnehmen, tatsächlich, die über Instagram kam. Wird es nächstes Jahr wieder Anhänger geben? Ja, wird es. Vielleicht können wir damit die Angst von ganz vielen schon mal quasi nehmen. Und natürlich, was eine Herzensangelegenheit von Chris ist, die Aktion von uns allen, ne? Von uns allen, genau, von Chris sehr initiiert. Ellenbogen runter, ja, ein Stickerpaket und endlich viele Sticker bekommen wir dazu noch mitgeschickt, um in Berlin, in eurer Stadt, wo auch immer ihr herkommt, im Ausland, Kulturorte, wo auch immer, genau, diese Message zu verbreiten, dass wir weg von dieser Ellbogengesellschaft gehen, sondern einfach füreinander da sind und nicht immer nur schauen, was ist das Beste für mich, sondern wie können wir uns gegenseitig unterstützen. Genau, dafür steht das Wurzelfestival auch. Ellbogen runter. Genau. Ellbogen runter. Und damit, ja, würde ich einfach mal direkt die erste Schätzfrage einleiten. Ja?
Ihr habt jetzt bei YouTube und bei Facebook die Möglichkeit, einfach zu kommentieren. Ja, es ist eine Schätzfrage. Also ich glaube kaum, dass jemand von euch die Antwort weiß. Und wer am nächsten dran ist, gewinnt dieses Paket. Und genau, wir antworten euch dann drauf und dann kriegt ihr das von uns zugeschickt. Also, die erste Frage, also wer am nächsten dran ist, gewinnt das natürlich. Ne, habe ich das gesagt gerade? Ja, ja, habe ich. Okay, zweimal hält besser. Super. Also, wie viele Liter Wasser wurden 2021 auf dem Wurzelgelände verbraucht? Die Grundlage dafür ist die Abrechnung der Stadtwerke, die wir bekommen haben. Ja? Also, wie viel Liter Wasser? Jetzt, genau, schlagt mal in die Tasten und kommentiert. Überlegt vielleicht auch mal, wie viel ihr selber dort getrunken habt, wie oft ihr die Klospülung betätigt habt und, und. Genau, also, dann viel Erfolg. Genau, und in der Zwischenzeit würde ich einfach mal in ein paar Fragen starten, die uns auch vorab schon über Instagram erreicht haben. Genau, und eine wirklich schöne Frage, Chris, was meinst du? Ich würde vielleicht mit der einfach mal anfangen, ne? Mhm. Ja, oder wir fangen mal mit der ersten an. Ja, warum nicht? Ne? Warum nicht? So mal so ein smoother Einstieg. Wir haben uns irgendwie voll darüber gefreut, dass jemand einfach gefragt hat, wie geht's euch eigentlich? So, ja, wie geht's uns? Genau, ich glaube, Sven, du könntest mal wieder alle einblenden. Genau, perfekt, vielen Dank. Genau, Sven ist unser Admin hier im Hintergrund, der dafür sorgt, dass wir auch alle zu sehen sind jetzt auf jeden Fall. Ja, Chris, möchtest du dazu mal was sagen einfach? Wie geht's uns, ja. Jetzt fahren wir ja schon wieder langsam los mit gezogener Handbremse. Klar geht's uns irgendwo gut, aber lieber würden wir vielleicht veranstalten wollen ohne diesen Virus. Ne? Klar, es ist schwierig jetzt in der Zeit, aber wir versuchen das Beste und wir rudern dahin wieder zurück, wo wir angefangen haben und wir wollen die alte Wurzel werden und wir sind auf dem Weg dahin und wir planen auch so wieder einfach. Und das Konzept fürs nächste Jahr wird genauso sein, wie wir in 2019 aufgehört haben. Das ist halt sehr, 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 sehr positiv. Das finde ich sehr schön, dass man wieder mal mit einem Floors plant, mit einem Genre. Also mir geht es damit sehr gut. Besser würde es mir gehen, wenn man einfach unbedarft und einfach vom Hocker einfach planen könnte, dass man ohne diesen Virus im Background der Land hat und dann vielleicht eventuell noch gerade irgendwo eine neue Variante unterwegs ist und wann explodiert die und wann hört die auf, wann gibt es eventuell noch einen Stoff dagegen, wann ist der Impfstoff wieder abgedatet und es ist alles recht nervig, so genau wie es ihr da draußen irgendwo merkt und fühlt und selber auch im Privatleben irgendwo mit habt und wo dauernd dieses Problem tagtäglich, so hadern wir damit auch natürlich jeden Tag hier, müssen mit den Zahlen jonglieren und so weiter und das ist natürlich sehr schwierig, aber sonst geht es eigentlich uns ganz gut und wir hoffen und planen ganz positiv fürs nächste Jahr das Festival 2022. Ja, genau. Und dazu vielleicht auch eine Frage, die damit einhergeht. Ja, sind Festivals nach 2 Jahren Pandemie finanziell überhaupt noch stemmbar? Ja? Dragan, vielleicht möchtest du dazu mal ein kleines Statement abgeben. Nee. Also ja, nee. Nee, das ist nicht finanzierbar. Nee, Quatsch. Und in dem Chat war ja auch eine Frage zum Thema Solidarität. Ne? Und genau das ist jetzt auch mein Thema Finanzierung, Solidarität. Also ganz ehrlich, wenn wir wieder so feiern wollen wie früher, also ganz normal feiern in Anführungsstrichen, dann ist das richtig, richtig teuer. Und das funktioniert auch nur, wenn wir alle zusammenhalten. Ja, wenn wir wirklich, also wir als Wurzel, wir verzichten möglicherweise auf irgendwelche Gewinne. Wir fahren auch keine dicken Autos, haben wir noch nie gemacht. Ne? Und die Gäste müssen versuchen, ihren Teil auch beizutragen. Ja? So, also denn ja, sonst nein. Und das sieht man ja auch bei den ganzen Kollegen oder bei vielen Kollegen, dass die Preise gestiegen sind, was aber auch klar ist. Die ganzen Dienstleister sind teurer geworden. Das wisst ihr aus dem Privatbereich auch, wenn ihr irgendwas bestellt, wie teuer es inzwischen geworden ist, ja. Und auch Materialien, genau, ja. So, die Künstler sind teurer geworden, ist klar, die hatten 2 Jahre keine Einnahmen, ne? Die müssen auch zusehen, wie sie wieder zu Rande kommen. Und ich glaube, vielen Künstlern hat diese Pandemiezeit auch mal die Augen geöffnet. Ja, also, weil sie ja plötzlich von heute auf morgen ohne Einkommen dastanden, ne?
So, und das ist also, wenn die jetzt noch weitermachen, diese Künstler, viele sind ja auch weggebrochen, und die, die weitermachen, glaube ich schon, dass sie versuchen, in den nächsten Jahren etwas mehr zu verdienen, um sich Rücklagen zu bilden, was auch legitim ist. Ne? Finde ich auch okay. Ja? Also abschließend gesagt, ja, ist finanzierbar, wenn alle zusammenhalten, sonst eher nicht. Ja. Okay, ja, vielen Dank. Ich würde es auch, glaube ich, einfach mal dabei belassen zu diesem Thema, weil es halt wirklich ein sehr bewegendes Thema für uns alle auf jeden Fall auch ist und was täglich in unseren Köpfen einfach ist und uns beschäftigt. Was man noch sagen muss, 2021 war ja auch bloß finanzierbar, weil wir ja auch alle zusammengehalten haben. Alleine die ganzen DJs, die uns enorm entgegengekommen sind mit ihren Gagen, genau wie die ganzen anderen Teams, Handwerker, Handwerkerinnen, die haben ja alle nicht die vollen Sätze genommen, die wir ja sonst immer haben als Auftraggeber. Und da hat man ja auch schon uns enorm viel Last abgenommen. Ne? Also sonst wäre dieses Modellprojekt gar nicht entstanden oder man gar nicht finanzierbar gewesen. Nur deswegen haben wir es ja auch geschafft, weil wir alle zusammengehalten haben. Deswegen, ja, genau. Dazu kann ich immer einen Satz sagen, um das mal auf den Punkt zu bringen, also die Zirka-Kosten, ja, für das Modellprojekt, also nicht nur, also nicht die normalen Festivalkosten, die man immer hat, ne? Die Zirka-Kosten von dem Modellprojekt waren über 400.000 Euro. Und diese 400.000 Euro, die habt ihr zusammengelegt, ihr als Gäste, durch den Eintritt, ne? Da gab es keine Förderung, da hat sich niemand beteiligt. Ihr habt gesagt, wir wollen feiern, ne, und wir packen ein paar Euro mehr in den Eintritt und dafür danke. Ohne euch hätten wir es nicht geschafft. Wer soll 400.000 Euro bezahlen? Wir als Wurzel können es nicht. Ne? Ja. Von meiner Seite noch einen herzlichen Dank dafür. Ja, von Einheit. Ne? Auf jeden Fall definitiv. Ja. Vielen Dank. Genau. Hast du noch eine Frage? Ja, ich würde mal vielleicht kurz mal die Caro nämlich was fragen, unsere liebe Gewinnspielfee nämlich. Haben schon fleißig Leute abgestimmt oder ihr Glück probiert? Ja. Und das ist ja, weil dann würde ich nämlich einfach, bevor wir jetzt in den zweiten Frageblock springen, einfach die erste Frage schon mal auflösen und nämlich auch noch was verraten. Unter allen Teilnehmenden für diese kleinen Gewinnspiele wird am Ende, nämlich Chris, was wird am Ende verlost? Ein Ticket. Ein Ticket, ein Geschenkticket, ja, was ihr selber nutzen könnt, wenn ihr sagt, so, boah, ich würde so gerne hinkommen, aber ich kann es mir vielleicht nächstes Jahr einfach nicht leisten, weil mich die Pandemie irgendwie genauso doll getroffen hat. Dann nutzt es unbedingt gerne selber. Wenn ihr aber sagt, ja, ich werde mir sowieso eins gekauft, ich stehe finanziell gut da, dann seid so solidarisch und gebt es irgendwie an Leute aus eurer Crew ab, die es wirklich nötig haben. So. Und das ist wieder dieser Solidaritätsgedanke, den wir einfach damit unterstreichen wollen. Ja, wir geben gerne ein Geschenkticket jetzt raus, aber es soll auch wirklich derjenige bekommen, der es wirklich braucht. Wir können das schwer einschätzen über die sozialen Medien, wer braucht das jetzt halt wirklich so. Deswegen vertrauen wir da auf eure Ehrlichkeit einfach am Ende. Genau, also unter allen Teilnehmenden bei den kleinen Gewinnspielen jetzt verlosen wir am Ende ein Ticket für 2022. Also teilnehmen lohnt sich auf jeden Fall. Und damit würde ich einfach mal die Frage Nummer 1 auflösen mit der Lösung. Wir haben das hier alles vorbereitet. Also es sind keine ausgedachten Ergebnisse oder so. Also ich lüfte mal das Geheimnis. Und es waren 281 Kubikmeter, also 281.000 Liter Wasser. Eine ganz schöne Menge. Aber es war auch ganz schön heiß. Also, ja. Auch manchmal feucht. Manchmal auch feucht von oben, ne? Es gibt so schöne Videos mit der tanzenden Ente am Disco-Floor, ne? Ja. Ja. Genau, dazu später mehr. dann würde ich einfach sagen, wir springen mal. Also der Gewinner wird von der lieben Caro benachrichtigt. Ja. Und jetzt haben wir alles raus direkt, ne? Weil wir müssen ja ein bisschen Zeit zum Abstimmen noch haben. Weil Caro hat mir nämlich geflüstert, die hat noch ein paar Geschenke vorbereitet. Noch mehr? Noch mehr Geschenke, ja. Wir haben zwar keinen Weihnachtsbaum hier, aber deswegen sind die Geschenke über den ganzen Stream überall verteilt. Ja, Danny und Caro haben überall was zusammengesammelt noch, ne? Genau. Den ganzen Acts irgendwie. Genau, der liebe Booker und die liebe Caro, die waren ganz fleißig. Und es gibt halt super viele tolle DJs und Künstler, die uns halt unterstützen oder uns unterstützen wollen.
Und deswegen gibt es auf jeden Fall noch ein paar Platten und CDs zu gewinnen. Und ich würde jetzt einfach mal an Caro übergeben und auf Vollbild stellen, dass sie die einfach mal vorstellt, was es da gibt. Und ihr kommentiert einfach, ihr hört meine Stimme noch, ich weiß, ihr kommentiert einfach in den Kommentaren, für welche Platte ihr euch interessiert. Und dann werdet ihr auch benachrichtigt. Also einfach reinschreiben, was ihr gerne haben wollt. Was gibt's denn da? Ja, genau. Übergeben. Das ist die Nummer 1. Wir haben 5 Platten herangezaubert. Wir haben super Artists bei uns, die uns immer wieder unterstützen. Und da sind jetzt die letzten Tage Platten eingetrudelt. Und zwar, die erste Platte ist von Matthias Kaden. Das ist die EP, die auf Pets Recording rausgekommen ist, Square. Also kommentiert mit Matthias Kaden und dann könnt ihr vielleicht die Platte gewinnen. Dann gibt es noch ein Album, und zwar von Norman Weber. Happiness of Life kam raus auf Moon. Bitte mit Norman Weber kommentieren. Dann gibt es von Philbot. Das ist die von Oz Label. Noticed Love heißt die. Die gibt es vom Philbot. Bitte mit Philbot kommentieren. Dann gibt es eine, ach ja, von McKeith auf Soul Pattern. Und die heißt Heiter Love. Nochmal für euch. Ganz frisch raus, gibt es nur auf Vinyl aktuell. Gerne mit McKeith kommentieren. Ich schreibe es euch gleich auch nochmal bei YouTube rein. Und dann gibt es noch eine Special Edition aus der Distillery, gesponsert von Sven Tasnadi mit vielen anderen Künstlern, unter anderem also Sven Tasnadi, Daniel Vauwasser, Matthias Tanzmann, Daniel Stefanik und viele mehr. Auch zu gewinnen. Kommentiert bitte mit Distillery. Nee. Darf ich auch kommentieren? Also ich würde die auch nehmen. Kann ich auch mal schreiben? Ja? Nein? Scheiße. Die sind leider ausgeschlossen, Draga. Ja, die sind ausgeschlossen. Ja. Müssen wir in den AGBs noch hinzufügen. Eine Special Edition, die gibt es ganz, ganz selten nur. Ja, genau, ich will, dass wir die hier haben. Haut in die Tasten. Ihr dürft natürlich auch gerne weiterhin noch Fragen stellen. Ja? Also es musste nicht nur irgendwie am Anfang sein, wenn ihr noch irgendwie Fragen habt zu dem, was wir jetzt die ganze Zeit erzählt haben. Oder auch zum nächsten Jahr und. Das darf gerne noch weiterhin einfudeln. Oder können wir mal positiv einfach nochmal reinschreiben. Dass wenn ihr irgendwie Feedback zu uns habt, dann nennen wir euch natürlich auch gerne namentlich damit, wenn ihr das wollt. Genau, oder ja, uns irgendwas mitteilen möchtet, freuen wir uns sehr darüber. Genau, ansonsten würde ich kurz einfach mal in die zweite Schätzfrage übergehen auch. Ist vielleicht ganz interessant für alle auch am Ende. Wie viele Gäste hatten wir im Jahr 2021 auf allen 4 Veranstaltungen zusammen? Ja, also wie viele Gäste haben sich da ein Ticket gekauft? Vielleicht haben ja manche das mitbekommen, eine Veranstaltung war mal größer als die andere vielleicht auch, ne? Und da waren mal mehr und mal weniger. Also, wir warten auf eure Schätzungen, sagt man Schätzungen? Auf eure Werte. Genau, und dann würde ich mich einfach mal weiter in die Fragen stürzen, die noch reinkamen. Das geht so ein bisschen um das Thema Booking und die Floors. Da würde ich vielleicht mal den lieben Danny ansprechen, ob er vielleicht uns mal erzählen kann, wie viele Floors wir denn gerade für nächstes Jahr planen und was da so für Musik laufen soll. Also, fürs nächste Jahr haben wir regulär ja geplant, unser Festival durchzuführen. Momentan sind geplant bis 10 Floors und Areas. Das bedeutet, das geht vom Tech House über Melodic Techno, gewohnt unser Märchenwald. Druckhammer wollen wir wahrscheinlich Indoor veranstalten, je nachdem, wie die Regelungen im nächsten Jahr sind. Disco-Bereich bleibt erhalten, dann wird es wieder einen Sidehands-Bereich geben. Wir erweitern unsere Bereiche dann um die Rumpelkammer. Dort wird es dann Reggae, ein Mix aus Reggae, Drum and Bass und Dub geben. Wir machen dann noch einen schönen Hallenflur, wo die Gäste
halt zusammen sich ausruhen können, wird ein Palettenterrasse gebaut. Natürlich haben wir im nächsten Jahr auch wieder ein Firespace, wo es ab Mitternacht dann ab 12 Uhr eine Feuershow geben wird. Eine Bandbühne haben wir wieder mit geplant. Marktstand, Marktplatz und. Ne? Ja, super. Genau, es kam nämlich gerade von dem lieben Baris eine Frage rein, ob es nächstes Jahr wieder mit den kleinen Festivals so sein wird oder wie planen wir das? Wir planen jetzt im Moment als ein Festival mit regulären Gästezahlen. Ne? Wir planen sozusagen mit 10 Floors und Areas mit einem regulären Event mit vollen Gästezahlen. Ja, okay. Also so wie in 2019, so wie wir auch gehört haben. Genau. Genau, also es ist so ein bisschen, dass wir versuchen, da anzuknüpfen halt einfach. Und so ein bisschen, die letzten 2 Jahre waren auch eine Erfahrung für uns auf jeden Fall, in der Hinsicht, wie veranstaltet wurde. Aber dieses Konzept, was wir 2019 gefahren haben, das liegt uns natürlich irgendwie allen am Herzen. Und da wollen wir einfach gerne wieder anknüpfen und das euch halt auch möglich machen. Zurück zu den Wurzeln. Zurück zu den Wurzeln. Ja, as it is. Genau. Ja, welche Frage wirklich sehr oft reinkam, war die Frage zur Druckkammer. Wir freuen uns ja immer so ein bisschen darüber, dass das sich sehr als ein Markenzeichen des Festivals ja irgendwie auch entwickelt hat. Ein Stück weit. Ja. Genau. Ja, Danny hat es gerade schon kurz angesagt. Wir können eigentlich versprechen, dass es indoor im Hangar stattfinden wird, wie auch gerade halt parallel Mike gefragt hat, nämlich. Geplant haben wir es. Ne? Genau, geplant ist es. Wir wollen ganz ehrlich sein, wir können es euch nicht versprechen, weil wir einfach keine Glaskugel haben und nicht wissen, wie im nächsten Sommer in Brandenburg die Regularien für Indoor-Veranstaltungen sein werden. Ja, das hängt ganz, ganz stark davon ab, aber unser Wunsch ist es natürlich auch, dass es im Hangar stattfinden kann, so wie ihr es gewohnt seid. So viel Negative, machen wir Glas ein bisschen wieder voll. Hier. Ein bisschen Glas wieder voll. Ja, Moment, ich muss erstmal. Ja, ja. Aber dann. Genau, da muss ich aber. Nee, dann gebe ich immer noch mal hier eine Frage ab, bevor wir hier wieder trinken, weißt du? Ja, genau. Thema DJs, das ist nochmal an Danny, an dich. Kann man sich als Act denn überhaupt noch bewerben? Und die wichtigste Frage überhaupt, wird Mike Pfleger nächstes Jahr wieder spielen? Lustig. Also bewerben kann man sich noch. Es gibt bei uns auf der Webseite unter Bewerbung, Bewerberformular für DJs, für alle möglichen Bereiche auf unserem Festival. Natürlich haben wir eine Menge Optionsverträge aus 2020, wo wir das Juni-Event ausfallen lassen mussten. Deswegen gibt es nur noch ein kleines Kontingent als Spots, sage ich jetzt mal. Natürlich werde ich versuchen, auf alle Bewerbungen einzugehen. Wir haben jetzt im Moment über 300 Bewerbungen. Für nächstes Jahr sind jetzt auch mit dem Booking, sage ich jetzt mal, halb voll mit Verträgen. Ja, aber es macht immer Sinn, sich zu bewerben, weil ich ziehe dann auch für die nächsten Jahre diese Bewerbung mit ran, wenn es musikalisch zu den verschiedenen Floors passt. Ne? Also DJs dann mit drin im Pool für die Bewerbung. Genau, bewerbt euch ganz einfach auf unserer Webseite, macht auf jeden Fall Sinn. Ne? Genau, also generell für alle Bewerbungen gilt ja, wir haben ja auf der Homepage ein, Kontaktformular ist auf der Homepage. Kontaktformular? Ja. Also Kontaktformular ist auf unserer Webseite. Ne? Unter Bewerbung ist das zu finden, DJs. Dort muss man dann Telefonnummer, Soundcloud, Link mit angeben, 2, 3 Worte zum Genre, was man halt spielt. Genau, das reicht dann auch schon. Ja, ich habe mit dem Kopf deshalb geschüttelt, weil genau das ja auch wieder der alte, neue Weg von der Wurzel sein wird. Ne? Also wir gehen weg von den Headlinern und wir umgeben uns mit Leuten, die musikalisch zu uns passen, die auch rein menschlich zu uns passen. Ja, und da ist halt egal, wie lange die schon spielen. Und da können natürlich auch gute Bewerber mit ins Boot, sehr, sehr gerne. Ne? Weil wir uns natürlich auf die Fahne schreiben, dass wir auch den musikalischen Nachwuchs ein bisschen fördern wollen. Ja, und jetzt gerade in Brandenburg hat er nicht so viele Chancen, sich zu präsentieren. Und warum nicht auf dem Festival wieder wurzelt. Ne? So, das ist also die Zukunft. Ich hoffe, dass die Gäste das geil finden. Also früher fanden sie es auf jeden Fall geil. Bitte. Genau, gerade, dass wir halt auch versuchen wollen, euch wieder mehr mit einzubinden sozusagen in vielen Entscheidungen, so wie es halt vielleicht auch früher war, was jetzt in den letzten 2 Jahren einfach
pandemiebedingt ein bisschen weniger geworden ist, ne? Ja, weniger geworden ist, weil wir viele Entscheidungen treffen mussten, damit wir überhaupt veranstalten dürfen halt, ne? Und alle Entscheidungen. Genau. Ja, aber wir haben ja gesagt, das Thema Corona ist jetzt erstmal weggeschoben. Wir machen jetzt erstmal wieder was Positives. Und zwar würde ich sagen, lösen wir die zweite Schätzfrage einfach mal auf. Ja? Die war nochmal? Die war, wie viele Gäste hatten wir? Chris, was schätzt du denn? Na? Wer vom Team möchte mal, wen haben wir? Inga. Ich weiß. Inga, du hast so eine wunderschöne Weihnachtsmannmütze auf. Kann die auch blinken eigentlich, sage mal? Oder sind die Batterien leer? Nee, ich glaube, die konnte mal blinken, aber jetzt wird sie einfach nur noch so aufgetragen. Okay, dann was schätzt du, wie viele Gäste hatten wir in 2021 auf allen vier Veranstaltungen zusammen? Ich habe echt keinen Plan. Da erwischt mich total auf den falschen Fuß. Ich würde mal schätzen 10.000. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Also du bist relativ nah dran. Ich würde einfach das mal... Was fehlt dir denn alles? Die Artist auch? Oder? Nee, hier geht es wirklich um Gäste. Nur Gäste. Und das, du darfst die zweite Frage, die dritte Frage noch nicht vorwegnehmen. Ah, okay. Da geht es nämlich gleich um noch was anderes. Frag doch mal Caro. Frag doch mal Caro, wie viele Gäste wir hatten. Frag doch mal, oder Frank, oder auch mich, oder Chris. Lass uns doch mal so einen kleinen Wettbewerb machen. Okay, ja, dann frage ich dich, Dragan, was sagst du? 9.724. Okay, warte, ich muss dann machen, weil wir improvisieren gerade. Ich schreibe mit, damit wir intern, was verlosen wir, eine Flasche Wurzelsekt? Dann muss ich nochmal gucken im Keller, ob wir noch eine haben. Darf ich auch? Okay, Inga hat 10.000 gesagt. Dragan sagt 9.724. Jo. Gut. Caro, was sagst du? Ich kann leider nichts dazu sagen, weil das Ergebnis steht auf meinem Zettel. Ach, stimmt, du bist disqualifiziert. Danke für deine Ehrlichkeit. Danny weiß es ja eigentlich auch, ne? Der ist eigentlich auch raus. Okay. Ich hab euch die Zeit Sorry, gemacht. Danny, du kriegst trotzdem einen Sticker von uns zugeschickt, oh, ja? Super. Frank! Jo, ich würde sagen 10.421. 10.421. Gut. Und gut, Inga hat schon. Jens. Tja, irgendwie müsste ich es auch wissen, aber ich glaube, ich bin ein bisschen niedriger als der Trager. 9.425, sage ich. 9.425. Okay. Chris, was hast du nochmal gesagt? 12? Ich sage 12. 12.000, ja. Gut, ich darf auch nicht mitmachen, weil ich habe die Lösung aufgeschrieben. Aber wir können da mal, Sven, aus dem Off, ruf eine Zahl. Ne? Ne, Enthaltung. Enthaltung, ist auch in Ordnung. Ja, dann würde ich mal sagen, ist tatsächlich, weißt du schon mal, 6 hast du mal. Trommelwirbel. Uiuiui, weißt du, wer am nächsten möchtest du es verkünden, wer gewonnen hat von uns intern? Ach du meine Nase. Ja. Ist der Jensi? Es ist der Jensi! Ist der Jensi? Ja. Es waren 9.300 Gäste, die sich regulär ein Ticket gekauft haben für unsere Veranstaltung. Tja, da muss der Jensi ins Büro vorbeikommen, ne? Und sich die Flasche abholen. Jensi, den Sack kannst du gerne abholen. Endlich hab ich einen Grund zu kommen. Ja, fantastisch. Gut, dann würde ich einfach mal direkt an die dritte Frage anknüpfen, weil das ist nämlich ganz interessant. Also wir merken uns mal alle diese 9.300, ja, weil Frage Nummer 3 ist nämlich, wie viele helfende Hände hatten wir im Jahr 2021? Ihr wisst ja, dass die Wurzel nicht nur aus Gästen und, weiß ich nicht, Mitarbeitern oder Orga-Team besteht, sondern halt super viele Leute, die drumherum halt einfach, ja, dafür sorgen, dass ihr dieses schöne Erlebnis habt, was ihr natürlich, wo ihr selber natürlich auch einen großen Part dazu beitragt, aber es gibt die DJs, es gibt die Künstler, es gibt die Deko-Crews, die Handwerker, die, weiß ich nicht, das Barpersonal, die Sicherheitscrew,
Es gibt unseren geliebten LKW-Fahrer, der dafür sorgt, dass die Dixies geleert werden während des Festivals, ja. Und die alle sind so super wichtig, dass das ganze Konzept halt einfach funktioniert. Also, was schätzt ihr? Wie viele helfende Hände gab es 2021 über alle Veranstaltungen hinweg? Ja, und wir betonen damit nochmal die helfenden Hände. Es ist eine kleine, frickige Scherzfrage. Vielleicht sagen wir das einfach dazu. Ja? Okay. Wow. Ja, ich bin gespannt. Also, das war eine Menge Hände. Genau. Dafür gibt es quasi nochmal dieses T-Shirt-Paket zu gewinnen, ja, dem, der am nächsten dran liegt. Und alle Teilnehmen davon sind natürlich nochmal im Auslosungspool für das geschenkte Ticket am Ende dieses Streams. Ja, genau. Ein paar Fragen haben wir hier noch. Das wollen wir weitermachen einfach damit. Ja, schieß los. Genau. Thema Workshops. Schönes Thema, wie ich finde. Ja. Wird auch super angenommen. Das auf jeden Fall. Ist vielleicht dieses Jahr auch ein bisschen zu kurz gekommen, einfach aufgrund der Umstände. Alleine wegen der Pandemie, ne? Ja. Das geht ja manchmal auch nicht, weil manche Workshops zu körpernah waren vielleicht auch einfach, ne? Ja. Die Leute. Weiß ich nicht. Ja. Nee, auch eine Kostenfrage. Natürlich, ja? Genau. Weil die Leute müssen ja reisen und... Ja, aber dafür, liebe Inga, vielleicht magst du dazu was sagen. Steht das Programm für 2022 schon? Und wenn nein, kann man sich noch bewerben? Und welche Ausrichtung gibt es vielleicht? Also ja und nein. Einerseits haben wir schon einiges an festgebuchten Acts und Dingen, die wir euch nächstes Jahr schon anbieten können. Da freuen wir uns auch schon ganz, ganz doll drüber. Aber die Schotten sind offen. Wir warten auf jeden Fall noch auf Bewerbungen. Also ein Aufruf an euch alle da draußen. Wenn ihr euch berufen fühlt, einen Workshop zu machen, meldet euch sehr, sehr gerne. Und dann können wir über Details sprechen. Und schön, dass du nach einem Schwerpunkt fragst. Der soll nächstes Jahr tatsächlich Nachhaltigkeit sein und Umwelt. Alles, was damit zu tun hat, ja, zu mir. Das werde ich organisieren und koordinieren. Und darüber freue ich mich ganz, ganz riesig, dass wir da einen Weg gehen wollen, ja, nicht nur unsere Veranstaltung nachhaltiger zu gestalten, sondern auch unser Workshop-Programm, dass ihr alle ganz, ganz viel mitnehmen könnt und ganz viele tolle neue Sachen lernen könnt. Ja, fantastisch. Vielen Dank. Ja, finde ich auch. Genau, ich weiß ja, ich saß noch ein paar Tage, bevor die Pandemie wieder reingehauen hat, so richtig, mit der lieben Inga immer noch hier im Büro zusammen. Und ich kann nur aus eigenem Empfinden sagen, sie brennt für dieses Thema Nachhaltigkeit. Und ja, wir wollen damit wirklich halt was Neues für Festivals schaffen halt einfach. Und nicht nur, ja, sagen wir, beschäftigen uns mit diesem Thema, sondern es von der Pike auf quasi für euch umsetzen. Und genau, seid also gespannt, was es nächstes Jahr dafür halt auch Neues geben wird. Und vielleicht können wir die Frage mit dem zum Thema Camping damit einfach direkt mal verbinden. Darf ich vielleicht mal kurz was sagen? Joanna, nochmal ganz kurz zu dem Workshop. Es wird natürlich auch wieder Yoga, Meditationsworkshops geben und. Wir haben momentan über 40, 50 Workshops geplant. Wir erweitern auch den Workshop-Space im nächsten Jahr. Der wird doppelt so groß werden. Das Workshops-Programm wird dann immer von mittags bis Vormittag bis die Nacht um 12 stattfinden. Und man kann sich bewerben bei uns auf der Webseite über das Workshop-Formular. So, das da dazu von mir. Okay, ja, nee, super. Vielen Dank für den Hinweis, Danny. Genau, es kam nämlich die Frage zum Camping noch rein, wo er eigentlich gerade war, ob Zelte und Campervans auf dem gleichen Platz stehen dürfen. Ja, dürfen sie bei uns auf jeden Fall. Chris, vielleicht magst du dazu zu der Aufteilung einfach kurz was sagen, was wir da immer so vorbereitet haben. Wir haben im nächsten Jahr 3 Areas fürs Camping und vielleicht werden wir auch ein bisschen splitten. Also vielleicht sogar 4, da ist nämlich auch noch was in der Planung, ja. Aber, ach so, okay, gut. Also einmal haben wir für die Zeltcamper direkt nur so einen Naturcampingplatz, wo sie dann halt eher ohne Autos etc. Wohnmobile haben. Dann haben wir halt vorne den großen Platz, wo sie dann ja alle campen. Und dann haben wir nochmal einen neuen Campingplatz, eine neue Area.
Aber da müssen wir mal gucken, da sind wir jetzt erstmal in der Rücksprache mit der Sicherheit nochmal, wie die das dann gerne aufteilen möchten. Und ja, also da sind wir noch nicht in der Planung. Aber genau. Schauen wir mal, im nächsten Jahr gibt es dazu mehr Infos. Genau, was uns aber so ein bisschen am Herzen liegt, ist so ein bisschen in die Richtung ein greenes Nachhaltigkeitscamp irgendwie zu machen, wo wir halt, was wir in unsere Projekte mit integrieren sozusagen. Ne? Da ist die liebe Inga nämlich gerade dran, zu schauen, was wir da halt machen können, so zum Thema, hey, wir haben unseren eigenen Kompost da, ja, und da nehmen wir das Thema Recycling wirklich auch richtig krass ernst sozusagen und wollen das halt als Symbol setzen und dafür hoffen, dass das halt auch irgendwann auf dem ganzen Campingplatz halt einfach möglich ist sozusagen. Ne? Und das als, kleines Campingmodellprojekt vielleicht einfach etablieren. Naja, Chris, ne? Das ist ja so verteilt immer mal. Deswegen dachte ich, nutze ich die Chance, das dir zu sagen. Durch die digitale Blume. Genau. Eine Frage kam noch bezüglich Essen. Ist natürlich wichtig und eigentlich auch ein Fauxpas, dass wir das erst zum Schluss erwähnen. Essen? Gibt es Veggie-Stände oder vegane Stände bei uns? Oder sind wir komplett Veggie von den Marktplatzständen her? Ich glaube, das ist so dran sein Ding, aber wir sind eigentlich immer so ein orientalischer Markt. Also wir haben von Food eigentlich in jede Richtung irgendwo was da. Vom Falafel bis zum Veggie bis sonst wo. Also wir haben eigentlich alles da. Oder Dragan, was hast du da? Hast du was Neues geplant? Wir sind ja immer alle digital bis verbunden. Also wir haben unsere montagliche Konferenzen ja immer, aber so direkt ins Detail gehen wir da noch nicht so in die Planung. Ne? Also wird es so wie eigentlich 2019? Ja. Also der Marktplatz wird im nächsten Jahr wieder so sein, wie ja der Marktplatz eigentlich bei uns ist. Wir hatten ja in den letzten 2 Jahren diese abgespeckte Variante. Wir sind also im nächsten Jahr bemüht, dass wir wieder Stände aus aller Welt finden, die nachhaltig, ökologisch wertvoll etc. sind und vor allen Dingen fair, ganz wichtig, fairer Handel. Ne? Aber ansonsten passt doch gut zum Thema. Der Peter Ernst Stinson, oder Stinson, keine Ahnung, schreibt sich ja gerade die Finger wund im Chat, ne, bei Facebook und hat alle möglichen Fragen und so weiter. Also ich will die mal in 2 Sätzen zusammenfassen, lieber Peter, ja. Ob wir finanzieren, wie wir finanzieren und wie das funktionieren soll. Wir verlassen uns auf die Solidarität unserer Gäste. Darauf kannst du dich auch verlassen. Unsere Gäste werden dafür sorgen, dass die Wurzel nicht untergeht. Und wenn Nachhaltigkeit und Ökologie teuer ist, das wissen wir, ne, werden wir trotzdem versuchen, das anzustoßen. Genauso wie Frank, der jetzt bei uns die Inklusion macht, auch im nächsten Jahr sein Inklusionscamp machen wird. Und das ist auch richtig teuer und das bezahlen wir aus eigener Tasche und kein anderer. Ne? So, und immer, wenn man so etwas Positives bewirken will, ja, wir wollen positive Sachen bewirken, schaffen wir es nur mit unseren Gästen zusammen. Und über die ganzen letzten Jahre haben die Wurzelgäste uns mal die Treue gehalten und haben jederzeit dafür gesorgt, dass es weitergeht. Ne? Und so wird es auch weitergehen im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr und auch in den nächsten 10 oder 20 Jahren. Da bin ich sehr entspannt. Ne? Dankeschön. Ja, die Gäste haben uns ja auch geholfen bei diesen Start-Next-Kampagnen und so weiter. Ne? Die haben ja viel schon getan für die Inklusion über kleine Finanzierungsprojekte, die wir nochmal parallel gestartet haben. Und daran sieht man ja auch den Background nochmal so von den ganzen Gästen. So. Also auf jeden Fall, also das ist sehr wichtig. Alleine würden wir es nie schaffen. So, und die Ökologie und die Nachhaltigkeit, es sind ja dann auch, glaube ich, Etappen erst in den Jahren, was wir planen. Wir können ja nicht alles sofort auf einmal umsetzen. Oder Inga, was hast du geplant? So ist es doch. Das ist ja ein Plan von bis, keine Ahnung, so wie die Politik, die ihre Planung macht. Also es ist einfach super wichtig zu verstehen, dass Umwelt und Nachhaltigkeit nicht irgendwie Bums da ist, sondern dass es ein ständig fortlaufender Prozess ist. Das heißt also, man schaut einfach, an welchen Stellschrauben man wie am besten drehen kann und wie man was verwirklichen kann. Und wir können jetzt nicht einfach den Knopf umdrücken und sagen, nächstes Jahr sind wir komplett nachhaltig, weil das auch sich ständig verändert. Das heißt also, Dinge, die jetzt gerade im Moment noch State of the Art, also aktueller Stand sind, könnten nächstes Jahr schon ganz anders sein. Ich meine, hallo, wir sind mitten in einer Pandemie. Da hätte mir vor 2 Jahren, hätte ich auch den Kopf geschüttelt, wenn ich irgendwie gesagt hätte, dass wir fast alles nur noch online machen. Entsprechend wissen wir jetzt noch nicht, was in 2 Jahren ist. Was aber egal ist, weil man steht häufig so ein bisschen vor diesem Berg und denkt, oh, wo fange ich an? Und wir machen jetzt einen.
einfach. Wir werden jetzt starten. Was es konkret ist, da möchte ich noch nicht zu viel verraten. Da habe ich jetzt gerade im Moment 2, 3 Eisen im Feuer. Da werdet ihr aber auch rechtzeitig dann auch alle informiert werden. Es geht auf jeden Fall in Richtung Müll. Ja, das kann ich dann schon sagen. Genau. Das wäre jetzt für 2022 so, geht jetzt langsam in diese Richtung. Und aber ich habe noch Pläne für die nächsten 2, 3, 4 Jahre. Genau, da werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und dann gibt es ja auch mehrere Workshops dazu, ne? Auf dem Festival. Naja, ich hoffe, ich habe sehr viele Ideen. Ich hoffe, dass es auf fruchtbaren Boden fällt, dass viele Gäste da sein werden, die auch megamäßig Bock haben auf das Thema. Es geht mir doch nicht dabei rum, so einen auf Lehrmeister und so zu machen, sondern eigentlich nur zu zeigen, wie selbstverständlich das sein kann und wie selbstverständlich das werden kann. Und was es dafür viele richtig geile, kreative Dinge gibt. Also ja, seid über gespannt, was da nächstes Jahr alles gehen wird. Ja. Dann auf das... Auf die Umwelt. Auf die Umwelt. Hallo Silke, danke für deine Grüße. Bis nächstes Jahr zur Bratwurst wieder. Du kriegst hier Silke vom Imbiss, bist du? Ah. Oh. Grüße. Besser Kaffee für den Morgen, Silke. Vielen Dank. Rettet den Einstieg in den Tag. Ja. Haben wir noch was? Ich glaube, wir sind... Durch soweit nämlich hier ja. Schon. Ja, warte. Ich möchte ja noch einen Satz sagen. Also, damit ihr mal die Wertigkeit so seht, ne, weil der Peter schreibt immer noch, lieber Peter, wir sind ein kleines Team von 7 Personen. Ne? 7 Leute sind bei uns angestellt, ne, und 7 Leute machen das ganze Jahr das Festival, bereiten das vor und so weiter. Und wenn wir uns entschließen, dass von diesen 7 Personen einer ausschließlich für den Bereich Ökologie und Nachhaltigkeit ne, eingestellt wird und zuständig ist, dann siehst du schon, wie wertig dieses Thema bei uns ist. Ja? Also in so einem kleinen Team ist sowas eigentlich nicht machbar und wir machen es trotzdem. Ne? Wir haben Inga ans Boot geholt, damit Inga sich hauptsächlich und ausschließlich damit beschäftigt, ne, damit die Wurzel irgendwann auch Vorzeigemodell im Bereich Ökologie und Nachhaltigkeit sein kann, hoffentlich. Ne? So, also mehr möchte ich dazu nicht sagen. Das ist nicht mein Thema. Inga, du wieder. Ja, ich lade Peter dazu ein. Er kann mir gerne eine Mail schreiben, inga@wurzelfestival.de. Da kann ich ihn dann auch gerne mit Zahlen nerven und mit dem Konzept dahinter, was ich jetzt nämlich hier bei unserem Glühweintreffen nicht so detailliert ausbreiten wollte. Also ich kann euch jetzt natürlich die nächste Stunde so Zahlen runterbeten und Pläne und so, aber dachte, ja, Chris, mach schon die Hände hoch, deswegen schweige ich das Thema an. Bitte eine Mail an inga@wurzelfestival.de. Schreib mir, wir können gerne Austausch treten, ich kann dir gerne was dazu erzählen. Ich werde aber nicht mehr aufhören zu reden. Ja, und dafür, ja, vielleicht Peter, merkst du, Inga ist da mehr als hinterher und ja. Sogar studiert, ne? Ja? Ja. Also Peter kann diskutieren und reden mit ihr. In eine gute Diskussion einsteigen. Wir freuen uns drauf. Ohne Ende. Genau. Gut. Das war's. So, also. Haben wir eine Lösung noch? Wir haben noch eine Lösung. Wir haben noch eine Schätzfrage offen, nämlich. Das wäre interessant, nämlich für alle nochmal drumherum. Die helfenden Hände. Die helfenden Hände. Und ich würde einfach nochmal, einfach weil es ja doch irgendwie schon lustig war eben, nochmal an das ganze Team tatsächlich die Lösung abtreten. Nein, nicht schon. Nicht schon in meiner Lösung. Ich hab's ja schon gesehen, ja, glaube ich. Ja. Genau. Ja, wie viele helfende Hände hatten wir denn über 2021 verteilt auf allen Veranstaltungen da? Dragan, du darfst anfangen. Ja, ich muss mal kurz einen Gruß an Matthias loswerden. Danke, Matthias. Dir auch ein schönes Weihnachten. Auch im Namen von Chris und dem Team. Ne? Unser Versicherungsmakler ist gerade aktiv. Ja. Also helfende Hände. Ich muss euch ehrlich sagen, ich hatte so den Kopf voll mit dem Modellprojekt, ich kann es nicht sagen. Also ich weiß, dass wir normalerweise im Bereich zwischen, na sagen wir mal, 500 bis 800 helfende Hände haben beim normalen Festival. Ich schätze, in diesem Jahr waren es vielleicht 200. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich sage 200, ist egal. Gut. Ich gebe nochmal kurz den Hinweis, sage an der Lösung steht natürlich schon, es zählen auch alle Künstler und so weiter halt mit rein, ne? Und das gesamte Personal. Ah, ich nehme alle zurück. Wir hatten ja 200 Künstler. Ich nehme alle zurück. Dann haben wir beim normalen Festival, liebe also, Freunde, so ungefähr 1500 Hände. Ja, und in diesem Jahr schätze ich mal 600. Mal 2. Also wir hatten in diesem Jahr ja schon 600 Künstler.
Nur mal so als Anregung. 600 mal 2. 600 mal 2. Ne? Zwei Hände. Genau, auch an den Bars haben super viele Leute dafür gesorgt, dass alle irgendwie einen frischen Wurzelsekko oder ein leckeres Bierchen kriegen. Wir hatten super Unterstützung von unserem Sicherheitsteam, ja, die auch an jedem Termin unermüdlich im Einsatz waren und auch von ja, unserem Testteam, ja, die dafür gesorgt haben, dass alle ihren Schnell- und ihren PCR-Test am Einlass bekommen haben. Und. Da sind so viele Leute im Hintergrund im Einsatz. Deswegen wollten wir einfach mal auf diese Zahl aufmerksam machen, wer da eigentlich ja komplett involviert ist, sozusagen. Also, ja, wollen wir es einfach veröffentlichen oder möchte noch jemand seine Zahl abgeben? Ich sag nicht, ich will es. Ich habe den Gewinner schon auf meinem Zettel. Ich habe den Gewinner schon auf meinem Zettel stehen. Okay. Ja, sehr schön. Dann würde ich auch einfach mal das Geheimnis lüften. Und genau, also zusammengezählt nach Reservix-Einbuchungen sozusagen, ja, so ist das Einzige, die halt ein Ticket haben, waren es 2076 Helfer, also helfende Menschen, dazu zählen für uns jetzt in diesem Fall DJs, Künstler, Workshop-gebende Menschen, Orga-Team, Sicherheit, alle Leute, die für dieses Erlebnis irgendwie da waren am Ende. Und damit sind wir bei 4.152 Händen. Ja, genau. Wow. Was eine ganz schön krasse Summe ist. Ich war selber erstaunt, als wir das rausgesucht haben, auf jeden Fall. Zum Glück hatten wir die. Zum Glück hatten wir die, weil ich glaube, ohne die hätten wir kein Modellprojekt. Also wir intern, wie gesagt, was war's? Wir sind 7 Leute, wir haben 14 Hände. Damit kann man das alleine nicht wuppen, auf jeden Fall. Mhm. Ja, genau. Dann haben wir noch Fragen. Siehst du irgendwo noch was? Nee, also bei Facebook sehe ich nichts. Wenn Inga im Chat da nichts mehr hat, auf dem Ding da. Ich bin jetzt mal sprachlos über die Zahl 4.000 Hände. Also ich bin gerade baff. Wortlos, sprachlos quasi. Das ist nämlich ganz schön krass, muss ich echt sagen. Ja, klar. Die Futschstände zählen da auch mit dazu. Ja. Auch mit rein, ne? Die ganzen Leute, die uns unterstützt haben. Die Techniker, die freiwilligen Helfer, alles Mögliche. Die Müllsammler, alles Mögliche. Genau. Ja. Wobei, was wir noch für ein Dankeschön raushauen müssen, ist noch Gemeinde Nina Görsdorf. Ne? Auf jeden Fall. Ein Dankeschön an die Gemeinde. Die wurden ja auch extrem jetzt nochmal belastet von uns, wegen den 4 Veranstaltungen für das Modellprojekt. Danke, danke, danke. Und für jeden einzelnen Anwohner auch. Für jeden einzelnen Anwohner. Auch nochmal genau. Danke von meiner Seite an die ganzen Ticketkäufer, die jetzt schon ein Ticket sich geholt haben. Wir haben übrigens diese Woche am 23. 18 Uhr machen wir bis zum 3. Januar machen wir eine günstigere Ticketkategorie, ein Aktionsticket, ein Weihnachtsticket als Dankeschön. Das gibt es dann halt zu einem günstigeren Preis. Findet ihr natürlich über unseren Ticketanbieter Reservix oder über unsere Webseite, wenn ihr auf Tickets klickt. Weihnachtsticket nennt sich das. Geht am 23. 18 Uhr los. In den Verkauf. Genau, also wer jetzt immer noch nicht weiß, was es am liebsten zu Weihnachten schenken soll, ja, genau. Kann da quasi auch noch bis kurz vor Schluss warten und quasi am 23. Abend erstmal das Ticket und sogar am 24. morgens noch und es einfach ausdrucken und unter den Weihnachtsbaum legen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr darüber freuen, ja, wenn ihr... Für die Unterstützung, klar. Genau, für die Unterstützung. Und man muss das Haus nicht verlassen. Ja, es ist super, super sicher. Bombe. Es geht auch als digitales Handy-Ticket. Ja, ihr könnt es eurem Schatz auch quasi einfach aufs Handy schicken. Ihr müsst nicht mal mehr das ausdrucken dafür. Da sind wir wieder bei dem nachhaltigen Gedanken. Genau. Ach so, hey Joanna, du musst Caro und Dave von der Bar zurückgrüßen. Caro und Dave, viele liebe Grüße zurück und vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung in diesem Jahr. Ja, fantastisch. Ich wollte nämlich gerade die andere Caro ansprechen, nämlich. Liebe Caro, losen wir das Ticket noch aus jetzt? Ja, bist du soweit? Genau, wir hoffen alle tatkräftigen, zahlreichen
Teilnehmer des Gewinnspiels. Also alle sind ja einzeln schon verlost jetzt. Und jetzt geht es halt noch um das große Ding am Ende. Ja, Herr Oettingmann, sprechen Sie, bevor ich das alles hier beende. Genau, deswegen muss ich nochmal schnell an euch alle da draußen appellieren. Und zwar, wie ihr wisst, ist die Gutscheinregelung der Bundesregierung ab Dezember hinfällig. Ab 1. Januar könntet ihr eure Gutscheine in Geld umwandeln. Und ich appelliere an euch, dass ihr vielleicht eure Gutscheine als Ticket behaltet. Ich appelliere im Namen unserer Veranstalterkollegen. Also wir haben keine Gutscheine mehr draußen, aber die anderen ganz viel. Behaltet eure Tickets, ne? Pocht nicht auf euer Geld und helft den Veranstaltern, durchs nächste Jahr zu kommen. Das ist mein Appell. Ne? Lasst uns alle solidarisch sein. Weg mit der Ellenbogengesellschaft auch untereinander, unter den Veranstaltern. Lasst uns gegenseitig helfen. Bitte, wenn ihr es finanziell könnt, behaltet eure Tickets. Ne? Ihr könnt euch natürlich bei uns neu kaufen, ist ja nicht die Frage. Ne? Aber ihr könnt natürlich. Ne? So. Ja, aber bitte, ne, geht mal in euch, ob ihr jetzt diese 100, 150 Euro, was auch immer eure Ticket gekostet haben, ne, ob ihr die jetzt dringend benötigt, ne, oder denkt einfach mal an die Veranstalter. So, mehr wollte ich nicht. Jetzt können wir verlosen. Danke. Hui. Genau. Also alle, die jetzt leider nicht gewonnen haben gleich, hört auf Dragans Appell, nennen wir es einfach mal. Genau. Ja, die liebe Caro hat nämlich parallel, während wir hier schön alle Fragen beantwortet haben, hat sie alle Teilnehmenden auf ein kleines Zettelchen geschrieben und in ihren Hut, in ihren Behältnis geworfen. Ich kann es gerade gar nicht so sehr sehen. Auf jeden Fall würde ich ihr jetzt einfach mal die Glücksfee überlassen und quasi die Person zu ziehen, die das Ticket gewonnen hat. Ich hoffe von meinen Kollegen jetzt mal kurz auf einen Trommelwirbel. Einfach nur, Hey! Ab nach Leipzig. Und? Caro! Es ist jemand von Facebook. Das kann ich schon mal sagen. Ich tippe, dass er männlich ist. Er heißt Nico. Nico. Okay, Nico, du bekommst auf jeden Fall von der lieben Caro eine Nachricht auf Facebook und wirst benachrichtigt, dass du gewonnen hast. Herzlichen Glückwunsch. Genau, also nochmal, was wir anfangs schon gesagt haben, solltest du das Ticket nicht zwingend selber benötigen und hättest eh Bock, selbst eins zu kaufen noch, dann freuen wir uns natürlich, wenn du es an wen anderes gibst. Wenn du es selber behalten möchtest, können wir das natürlich auch verstehen. Und freuen uns auf jeden Fall drauf, dich und deine ganze Crowd natürlich nächstes Jahr beim Festival begrüßen zu dürfen. 9.6. bis 12.6. übrigens nochmal, das Datum ist, glaube ich, noch gar nicht gefallen hier. Nee. Sollten alle unsere Follower natürlich eigentlich wissen. Aber genau, Anfang Juni ist es bereits soweit, ja. Und wir drücken ganz doll die Daumen, dass wir das gemeinsam stemmen können. Genau. Frage an Chris, wollt ihr noch was zum Abschluss sagen? Schönes Weihnachtsfest, guten Rutsch. Ja, frohes Weihnachtsfest und guten Rutsch euch allen. Und ich will jetzt keine lange Rede mehr anfangen, weil meine Sucht quält mich und ich brauche nur draußen. Ich übergebe an Chris und dann schnell Feierabend hier. Los, ich will rauchen. Okay, also eine echtere Reaktion könntet ihr von uns gerade einfach überhaupt nicht bekommen, ja? Weil so geht uns das nach jedem Call. So, Feierabend jetzt, ich muss rauchen. Also in dem Sinne, wir freuen uns auf euch nächstes Jahr alle in Farbe und mit Glitzer und mit Engelsflügelchen und was es alles gibt. Und euch alle wieder zu sehen. Und Gesundheit. Und ganz viel Gesundheit. Bleibt gesund bis dahin. Schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und ganz viel Liebe geht raus an euch alle. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss.